Hallo, ihr lustigen Überlebenden da draußen und herzlich willkommen zurück zu Dead Age. Wir haben das letzte Mal ja den Soldaten James getroffen und ich meine mich auch zu erinnern, dass wir schon mit ihm gequatscht haben, aber das hier ist für mich eine neue Aufnahmesession und deswegen gehen wir ab diesem Punkt hier nochmal ganz, ganz kurz alles durch. Also wie gesagt, Trish taucht auf und beglückwünscht uns. Wir haben einen erfolgreichen Tag, Jack. James ist halbwegs heil bei uns angekommen. Er ist ein junger, aber immerhin ausgebildeter Soldat. Das könnte uns von Nutzen sein, aber ich glaube, er verschweigt etwas. Am besten, du redest mal mit ihm in Ruhe. Ja, wir wissen ja auch schon, dass da etwas im Busch ist, denn der Kollege ist der Bruder von Jennifer. Daran erinnere ich mich gerade eben schon. Wir treffen uns auf jeden Fall im Versammlungsraum. Ich weiß noch, wie ich mich das letzte Mal gefreut habe über dieses Bild. So, ich glaube, um ein Medikit kommen wir nicht herum, bla bla bla. Wir müssen Jack auf jeden Fall heilen, sonst erzählt er nichts, sonst vertraut er uns nicht. Und James möchte einfach nicht erzählen, warum es zu diesem Blutbad gekommen ist. Und vor allem frage ich mich halt auch, wie so ein paar normale Punks es hinbekommen. Achso, ja, und er hat wieder Hunger, guck mal mein Bauch. Ja, also warum Soldaten, ausgebildete Soldaten mit entsprechender Kriegsbewaffnung, okay, in den USA vielleicht, keine Chance gegen Punks haben. Aber das liegt vielleicht einfach daran, dass in den USA jeder Sträfling eine Bazooka kaufen darf. Also ich weiß, es ist übertrieben, was ich gerade eben sage, aber mit Absicht übertreibe ich das, weil es halt einfach in den USA halt dann trotzdem keinen Unterschied macht. So, wir haben ein Level-Up bei Bill, aber wir reden jetzt erstmal mit ihm über seine Gesundheit. Hallo James, wie geht es dir heute? Noch nicht gut. Die Schmerzen sind stark. Ich verliere viel Blut. Ich brauche dringend ein Medikit. Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, wie ich ihn darstellen soll. Vielleicht will ich ihn weinerlich machen oder vielleicht will ich ihn einfach so knallhart darstellen. Ich weiß es nicht. So Drillshausen-mäßig. Vielleicht lasse ich es auch einfach. Ich bin mir momentan nicht so ganz sicher. So, als erstes gehen wir mal auf ihn drauf. Ja, komm, eat this. Zack, zufrieden. Und jetzt ist er hoffentlich auch mit uns. Okay. Hallo James, wie geht es dir heute? Danke, Jack. Moment. Danke, Jack. Jetzt geht es mir viel besser. Die Verletzung hätte mich fast umgebracht. Zum Glück seid ihr für mich da gewesen. Naja, klingt irgendwie blöd, ne? Lass mal lieber weg. Irgendwie passt das nicht so richtig zu ihm. Nee, ich glaube, dann ist es lieber weinerlich. Moment, wir probieren das nochmal weinerlich. Danke, Jack. Jetzt geht's mir sehr viel besser. Die Verletzung hätte mich fast umgebracht. Zum Glück seid ihr für mich da gewesen. Ja, das finde ich sehr viel besser. Das passt auch besser zum Text, ne? So, Blutbad. Da es dir jetzt besser geht, warum ist dieses Blutbad passiert? Naja, die Punks sind gerade nicht zimperlich bei Verhandlungen. Schnief. Gerade bei Verhandlungen, die aus dem Ruder laufen. Ja, ich finde, es passt sehr viel besser. Der Typ kommt mir schon ein bisschen weinerlich rüber. Er hat einfach gemerkt, ne, dass die Army einfach in sich zusammengebrochen ist. Dass alles, was er je gelernt hat, die USA zu verteidigen, einfach nichts bringt, wenn der Gegner einfach keine Knarre hat und kein Turban trägt. So, über was habt ihr verhandelt? Warum kam es zum Streit? Okay, du hast mich geheilt, aber die Internas sind einfach zu heikel. Ich möchte nicht an die Wand gestellt werden, als dass ich sie einfach einem Fremden erzählen könnte. Die Heilung sollte dir aber deutlich machen, dass wir hier zusammen in einem Boot sitzen und wir überleben wollen. Naja, ich bin nicht gerade stolz drauf. Ich hatte mich dieser Gruppe angeschlossen, weil sie Waffen an die Punks verkauft haben. So konnte ich endlich Kontakt zu ihnen aufnehmen. Meine Schwester ist Undercover-Polizistin. Ich habe sie vorhin schon gesehen, aber nicht angesprochen. Und sie mich auch nicht. Sie arbeitet für die Punks, wurde dort von der Polizei eingeschleust. Es flog alles auf, weil meine Gruppe sie kannten. Es kam zum Streit. Meine Begleiter wurden alle hingerichtet, weil die Punks dachten, sie wären Verräter. Nun hast du mich gerettet und naja, plötzlich entdeckte ich meine Schwester hier. Der Witz ist, dass sie mich wegen Lösegeld erpressten. Wegen ihr. Du hast das alles nur für mich getan? Mann, James, du weinerlicher kleiner dummer Bruder. Ich hatte das alles im Griff. Dexter hat mir vertraut. Oh, Jennifer, hätte wissen müssen, dass du uns belauscht. Ich habe mich ziemlich dumm verhalten, musste aber erstmal wissen, wem ich trauen kann. Nun ist ja alles gut. Danke, Jack, dass es James jetzt besser geht. Juhu!
Ich danke dir auch. In Zukunft kannst du auf meine weinerliche Hilfe und die meiner Schwester auf jeden Fall zählen. So, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall das erledigt. Wir müssen auf jeden Fall nachts auch mal jetzt auf den Highway. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von Jack jetzt, Entschuldigung, von James, auch von Jack sowieso, von James ein bisschen unterwältigt, so im Nachhinein, so ausgebildeter Soldat, und das Einzige, was der Typ halt kann, ist halt so ein bisschen Sturmgewehr schießen. Man hat das Gefühl, er ist so der Private, der gerade eben erst in die Army gekommen ist, hat so eine runde Schießausbildung bekommen, weiß jetzt, dass die Kugeln vorne rauskommen, und das war's eigentlich auch schon. Da erwartet man schon ein bisschen mehr, so gerade verschiedene Waffen vielleicht, vor allem, weil man ihn relativ spät erst im Spiel findet, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so gut gelöst. Und wie gesagt, er kommt mir insgesamt von seinem ganzen Auftreten ein bisschen weinerlich daher. So, Moment, ich wollte hier gerade eben nochmal gucken bei der Ausrüstung. Was haben wir denn da für Waffen zur Auswahl? Er hat eine 15 bis 16. Ich persönlich möchte ihm dann doch eine bessere geben. So machen wir das. Haben wir noch Klamottage? Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay, aber jetzt haben wir das immerhin erledigt. Jetzt können wir in die Party gucken. Ja, ich weiß, Leute haben Level-Ups. Oh, sogar zwei. Fällt mir jetzt gerade eben auf. Okay, Lydia, du gefährliches Ding, du. Du hast 9 Punkte und kannst es bei der Pistole auf wachsames Auge gehen. Das ist ehrlich gesagt ein klein wenig interessant. Das machen wir doch glatt. So, und dann gehen wir noch bei dir, liebe Liz. Liz. Jobskills. Liz hat 10 Punkte. Wir könnten auf Kurieren gehen. Entfernt alle Vergiftungen und Verwundungen und sonstige Debuffs am befreundeten Ziel und erhöht die Verteidigung und Resistenz für 2 Runden. Benötigte Aktionspunkte 2. Was? Scharfschütze kann sie machen. Erhöht die Wahrnehmung des befreundeten. Ah! Okay, das ist natürlich ein Mega-Buff, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Aber ich möchte gucken, dass ich sie bei Sunny weiterbringe. So, das nächste Mal kostet es dann 7 Punkte, aber diese 7 Punkte haben wir dann easy peasy. Gut, hier haben wir leicht angeschlagen, die Leute noch. Deswegen möchte ich die dieses Mal ein bisschen anders einsetzen. Aber Moment, wir gehen erstmal in den Shop. Was hat denn der Shop heute im Angebot? Der hat nur Munition und eine automatische Schrote im Angebot. Beeindruckt mich jetzt eher mäßig. Was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Was ist denn das hier nochmal? Was ist das hier für ein Stat? Hallo? Das hier ist der Blockchance. Also, man könnte mit dieser MP, warum auch immer, besser blocken. Ist auch interessant. Aber auch nur interessant. Es ist nicht wirklich super. Das ist unsere Verteidigung. Die ist eigentlich ziemlich gut. Okay, ist egal. Ich verkaufe das Ding hier. Brauche ich nicht. Diese Glock, weiß ich nicht, ob ich sie behalten soll. Das ist jetzt auch nicht unbedingt so eine super Waffe. Aber die ist immer noch besser. Ich meine, die ist immer noch besser wegen dem Schaden her. Und mir ist momentan der Schaden einfach wichtiger. Wobei so eine 1% Crit-Chance vielleicht besser ist als so eine... Ja, komm, wir verkaufen das Ding hier. So, dann mal gucken. Gibt's neue Ware? Nein. Munition können wir auch noch nicht kaufen. Wir haben ja eigentlich auch schon alles irgendwie gekauft, was irgendwie nützlich oder sinnvoll erscheint. Die automatische Schrotflinte ist an und für sich sehr, sehr spannend. Aber, ja, auch nur so ein bisschen. So, gucken wir mal, was wir jetzt hier für Jobs verteilen können. Hank, mein Freund und Kupferstecher... Nee, warte mal. Ich möchte eigentlich, dass Lydia wieder Fressalienjagd macht. Und ausnahmsweise soll sie mal ihren Gatten mitnehmen. Dann sind nämlich alle beide unterwegs, was Nahrungsmittel angeht. Dann brauchen wir den Billy Boy. Der macht einen auf Wächter. Wobei ich ihn mir natürlich anschauen will. Der hat momentan Schrote und Knüppel. Hat ein bisschen Schrotflintenmunition. Ja, im Grunde ist das okay. Dann Liz will ich mitnehmen. Den weinerlichen James eventuell auch. Wobei, was kannst du nochmal machen? Können wir nochmal... Wir können tatsächlich nochmal Medizinbeutel... Also eigentlich können wir wahnsinnig viele Medizinbeutel craften. So, okay. Dann...
Ja, haben wir jetzt nicht mehr so viel übrig. Jennifer ist übrig, Liz ist übrig, James ist übrig. Und dass James irgendwie mal nützlich wird, müssen wir ihn glatt mal mitnehmen. Ach ja, mein Gott, dann kommt halt die Party. Ich nehme mal seine Schwester noch mit. Was mache ich mit dir, Liz? Lizzie, kannst du irgendetwas Cleveres tun? Wahrscheinlich kann sie das schon. Ja, komm, mach du einfach auch nochmal einen auf Wächter. Du hast ja diese Mega-AK. Okay, und dann wollen wir nochmal ganz, ganz kurz gucken, was die Quests so von uns wollen. Bill, Nachschub von Ration, möchte natürlich mit uns nachts rausgehen. Ach, das ist die einzige Quest, die wir gerade haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war noch nie nachts im Wald. Warum das jetzt nicht mal probieren? Werkzeuge, Fallenteile, Lederkleidungsstücke. Ach, das ist ja Blödsinn. Patronenhülsen, neue Kleidung. Oder? Wir machen es ganz anders. Halt, nee, wir gehen heute vielleicht gar nicht in den Wald. Vielleicht machen wir heute einfach ganz, ganz stumpf. Lagerleben. Job. Genau, du machst das da. Du hilfst quasi mit, hier das Lager zu verteidigen. Und kannst du noch irgendwas tun? Du könntest eventuell mal Munition herstellen. Fände ich ganz, ganz gut, wenn das einer tun würde. Und wir haben wir jetzt endlich mal eine Hose auf Doom an. Wir haben eine Hose auf Doom an. Flipflops brauche ich jetzt echt nicht. Gartenhandschuhe wären besser als das, was ich trage, glaube. Es wäre sehr, sehr cool, wenn man hier einfach mal so bei Mouse-Over... Ah, ich kann es ja anklicken. 1 und 2%. Aber hier kriege ich das, glaube ich, nicht angezeigt. Nee. Eine Jeanshose könnte man machen. Ein Fahrradhelm. Was geht noch alles? Tarnhose. Wir könnten tatsächlich eine Tarnhose herstellen. 2%. Was bringt so eine Tarnhose? Ah, hier. Qualitätsstufe 3. Ich glaube aber, also was ich halt am liebsten mal machen würde, wäre halt... Nee, falsch. Ich auch nicht. Ich würde halt gerne mal so einen Baseballschläger herstellen, aber diese Teile kriegt man einfach nicht. Man kriegt sie einfach nicht. Warum? Ich finde das gemein. Ich finde das wirklich grausam und gemein und hinterhältig vom Spiel. Fahrradhelm? Halbfinger-Handschuhe. Ach komm, wir machen diese Halbfinger-Handschuhe. Ausnahmsweise heute. Wir haben genügend Materialien. Und damit ist Tag 19 schon. Unsere Truppe rackt sich ein wenig. Zusammenfassung des Tages. Wir haben nichts gefunden, haben 10 Nahrung verbraucht, 12 Materialien und 2 Werkzeuge, aber 8 Nahrung erjagt. Das ist erschreckend wenig. Plünderer haben das versucht, aber dank unserer Wachen wurden sie vertrieben. Es wurde nichts gestohlen. Und unsere Leute regenerieren ein bisschen. Am Morgen begegnest du einem sichtlich gut gelaunten James an der Bar. James und Trish unterhalten sich freudig. Neue Quest, der korrupte Major. Jennifer wird eine große Hilfe für uns sein. Ich schulde dir was. Danke. Keine Ahnung, was das soll, aber Jennifer ist doch eigentlich schon vor dir da gewesen, du komischer Pappnaserich. Ich verstehe die Logik sowieso nicht ganz, warum wir Jennifer zuerst haben, bevor er kommt und er sagt quasi, dass mit Jennifer wäre aufgeflogen. Verstehe ich so jetzt nicht ganz. Also ich meine, dass es aus seiner Sicht aufgeflogen ist. Er ist ihr ja aus unserer Sicht gar nicht begegnet. Ich habe das nicht ganz verstanden, egal. Jack, ich habe Trish alles erzählt. Sie hatte zum Glück Verständnis für meine missliche, weinerliche Lage. In Zukunft kannst du mir mit meiner Hilfe und mit der meiner Schwester rechnen. Ja, das hatten wir doch schon. Jennifer ist heute bei Trish in der Bar und hatte wohl schon auf dich gewartet. Ich habe dein Anliegen, das nicht warten sollte. Ich habe Trish schon davon erzählt und sie stimmt mir zu, dass wir das gemeinsam erledigen sollten. Die Kurzfassung. Wir müssen einen korrupten Major beim Militär das Handwerk legen. Es ist keine leichte Mission. Details erfährst du, wenn du später mit mir redest. Warum nicht jetzt? Ich bin auch schon da. Wir sollten uns mit dem Militär anlegen? Das klingt ein bisschen größenwahnsinnig. Wir können dadurch wichtige Kontakte zum Militär knüpfen. Was, indem wir sie alle umbringen? Vielleicht finden wir mehr über die bevorstehende Rettung heraus. Ich halte das für sehr wichtig, Jack.
Okay. Wir haben wieder nicht genug zum Essen, weil ich die ganze Zeit nachts immer heimlich alles esse. Warte mal, Jack, ich muss dich warnen. Wir benötigen jetzt noch mehr Wachen für das Camp, ja, um den Angriff der Punks abzuwehren. Die Punks haben sich inzwischen organisiert, sodass du die Bedrohung der Schläger zunimmst. Deshalb musst du dringend einige ihrer Lager zerschlagen. Lass uns in der Bar darüber diskutieren. Ach, jetzt müssen wir die auch noch. Okay, wir reden jetzt erstmal über die Punks. Wir müssen auf dem Highway nachts, schön, 3 Punk-Lager zerstören. Das wird ja total einfach werden. So, Auftrag. Was ist mit den Punks? Die Punks haben sich inzwischen organisiert, sodass die Bedrohung steigt. Du solltest einige Punk-Lager zerstören, damit sie sich nicht zu einer größeren Gefahr entwickeln. Du hast ein knappes Timelimit von 3 Tagen zur Verfügung. Falls du die Aufgabe erledigst, sinkt die Bedrohungsstufe der Punks, andernfalls steigt sie weiter an. Tja, dann haben wir schon mal 2 Gründe, nachts auf den Highway zu gehen, ne? Bedrohungsstufe. Was genau hat das für Konsequenzen, wenn die Bedrohung der Punks steigt? Wie bei den Untoten bedeutet eine höhere Bedrohung gleichzeitig eine höhere Chance, dass das Camp angegriffen wird. Außerdem steigt die Anzahl der Punks, die das Camp angreifen. Eine zu hohe Bedrohung kann dazu führen, dass die Wächter des Camps nicht mehr mit ihnen fertig werden. Zumal die Punks noch etwas gefährlicher sind als die Zombies. Denn sie können schießen, denken und sind darüber hinaus einfach besser programmiert als die Untoten. Nein, natürlich nicht. Aber man merkt schon, dass die interessanterweise sehr viel gefährlicher sind. Also halten auch komischerweise mehr aus. Was ich nicht unbedingt logisch finde, deswegen habe ich das gerade eben gesagt. Also ich persönlich bin der Meinung, ein Mensch, der blutet, der kämpft nicht mehr. Oder zumindest nicht mehr so effizient. Einem Untoten sollte das egal sein, ob er blutet. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, dass Untote da ein bisschen robuster sein sollten. Hier wurde es halt andersrum gewählt. So, erfahrene Wächter. Wir können also erfahrene Wächter für das Camp aufstellen. Ein erfahrener Wächter kann Schäden der Punk-Einbrüche vermindern. Wenn du 3 Wächter als Experten ausbildest, kannst du damit sogar Punk-Einbrüche verhindern. Es kann sich also lohnen, mindestens einen überlebenden Wächter zu... okay, da war es irgendwie abgeschnitten. Es bleibt deine Entscheidung, ob du die anderen Überlebenden als Wächter einträgst oder ihnen andere Aufgaben übergibst. Du kannst dich sogar selbst als Wächter eintragen, aber dann kannst du keine anderen Gebiete mehr erkunden. Ja, das hatten wir ja schon mal. Bis später. Der korrupte Major. Noch 5 Tage, na toll. Jetzt müssen wir nochmal tagsüber zum Highway, nachts zum Highway. Hust. Mission. Kannst du mir etwas über die bevorstehende Mission sagen? Hinter dem Major sind wir schon seit geraumer Zeit her. Er hat Kontakte zur Drogenmafia und illegalen Waffenhandel. Außerdem handelt er mit Frauen, Kindern, Welpen und natürlich ist er mit Aliens im Bunde. Der Notstand, der ausgerufen wurde, hat dafür gesorgt, dass sich weite Teile des Militärs an solchen Geschäften beteiligen. Eine Regierung besteht zwar noch, aber wir wissen nicht, wem wir trauen können. Woher weißt du, dass die Regierung noch besteht? Das finde ich lustig. Die ist jetzt seit 2 Wochen da und ist davon überzeugt, dass die Regierung noch existiert. Die Frau fantasiert! Die Frauen in diesem Spiel sind alle wahnsinnig! Also, statten wir ihnen einen Besuch ab. Und was willst du dann machen? Während des Notstands können wir zu drastischen Mitteln greifen. Wir werden uns ihm einfach entledigen. Dazu brauche ich dich, weil du der Einzige bist, der eine harte Gerade austeilen kann. Möglichst noch einen weiteren Kämpfer, denn die Mission wird nicht leicht. Aber bitte nimm nicht meinen weinerlichen Bruder mit. Wir müssen in der fernen Gebiete des Highways bis ins Gebiet 20 und dort seine Militärbasis auskundschaften. Ja, war ja klar. Wie siehst du derzeit die Situation deines Bruders? Mein Bruder geht es viel besser, auch wenn er immer noch viel weint. Er ist überglücklich, mich wieder lebendig zu sehen. Wir haben ein inniges Verhältnis zueinander, obwohl ich ihn auch ein klein wenig auslache, weil er immer rumheult. Du kannst dir ausrechnen, wie dankbar er dir ist. Wenn es geht, nehme James auf unsere Mission mit. Verdammt! Scheiße, war ja klar. Die Frau ist auch bipolar. So. Gemeinsam für eine gute Sache kämpfen wäre das, was er möchte. Oder was ich möchte. Was wir beide und alle und überhaupt möchten. Das Militär. Kannst du mir mehr über das Militär erzählen? Derzeit ist dem Militär noch weniger zu vertrauen als früher. Sie hatten schon immer ihre korrupten Stellen. Aber jetzt, nach dem Notstand, ist alles viel schlimmer geworden. Denn sie haben schon immer geplant, die Menschheit zu vernichten. Ja. Falls wir auf einen Grenzposten stoßen, kann es sein, dass wir sie bestechen oder gar gegen sie kämpfen müssen. Das würde ich aber nur im absoluten Notfall empfehlen.
Tja, die Sache ist letztendlich die, ich weiß, dass in diesen Zombie-Apokalypse-Genres immer wieder das Militär als böse dargestellt wird und ich bin jetzt echt kein Fan des Militärs. Aber ich persönlich glaube, dass das dass es ehrlich gesagt ein bisschen überzogen ist, vor allem, dass es halt ständig, also wirklich ständig am laufenden Band, bei The Walking Dead, jetzt hier bei dem Spiel und bei jedem anderen Zombie-Spiel, wo ich jemals gespielt habe, oder Zombie-Serie bei 28 Days Later und wie auch immer alles heißen, das Militär ist halt am Ende immer das Böse. Ich persönlich glaube, das wird ihnen nicht gerecht. Das ist einfach ein bisschen zu einseitig. Meine Meinung. Was ist eure Meinung? Schreibt es bitte in die Kommentare. Und beim nächsten Mal gibt es dann auch wieder Geprügle. Dann werden wir nachts auf den Highway gehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss und ade.